Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Come on Vienna Spezial. Endlich wieder aus der Corona-Lockdown, aus der Corona-Pause zurück, darf ich heute ein ganz besonderes, ja, Come on Vienna Spezialgespräch euch hier offerieren. Und zwar mit dem Stefan Gamlich von der Initiative SCR, der Fan-Initiative von Rapid. Stefan, danke für deine Zeit, danke für deine Zeit mit mir ein bisschen zu plaudern. Bitte erklär mal am Anfang die Initiative SCR. Danke für die Einladung zuerst. Mache ich sehr gern mit. Die Initiative SCR, die habe ich damals anfänglich nur auf Facebook gegründet, im Kampf um ein neues Stadion eigentlich. Das hat einen ganz einen sperrigen Namen gehabt am Anfang. Das wurde dann später erst auf Initiative SCR umgehen. Das war die Initiative zur Sanierung von St. Anna B. Also unmöglich. Okay. Also ISSTH, ja, fürchterlich lang, ja. Also im Kampf um einen neuen Fußballplatz, weil uns eben das alte damals leider über den Köpfen weggebröckelt ist und die Angst unter uns Fans sehr groß war, wenn da nichts passiert, in Prater zu enden. Also okay. Dass man dann, das wäre natürlich für uns alle eine Katastrophe gewesen, natürlich. Weil ich glaube, die wenigsten Fußballfans mögen das Happelstadion. Also ich gehöre sicher nicht dazu, wegen der Distanz mit der Laufbahn und vieles andere. Ja. Die Jahre im Umbau haben dort gereicht, immer hinzugehen. Und ja, eines Tages haben wir quasi unser Ziel erreicht, wenn du willst. Es wurde das doch sehr tolle Stadion, kann man nicht sagen, gebaut. Und dann haben wir uns gedacht, ja, aber eigentlich ist das gut angelaufen und wurde die Gruppe gut angenommen. Ich habe das anfänglich mit einem Freund gemeinsam gemacht. Also einen Großteil habe ich gemacht, aber halt auch ich sich immer wieder mal eingebracht. Mhm. Dann eines Tages habe ich eben beschlossen, die Gruppe umzubenennen, weil eben das Ziel quasi erreicht wurde. Und das ist so passiert, da ist ein Dritter zu uns dazugekommen, der Daniel. Vormals war der Flo mein Freund von mir, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe. Der Daniel hat eine ähnliche Seite wie wir gemacht gehabt. Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt. Ich habe ihn einfach mal angeschrieben. Wir haben uns getroffen, haben gesehen, dass wir in vielen Punkten auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Und dann haben wir unsere Seiten zusammengeschlossen. Das ging damals noch, weil die Zahlen jetzt noch von den Followern nicht so groß waren, ging das eigentlich relativ problemlos. Was heißt damals? Welche Zeit war das? Das ist eine gute Frage, wann das passiert ist. Also 11 haben wir angefangen, habe ich also überhaupt begonnen, kann man so ungefähr sagen. Er ist dann dazu noch, also mit ihm machen wir das sicher schon 5 Jahre auch oder so. Das erkennt man diesen Grafiken am Spieltag und so, die wir gerne ins Cover hauen, die macht er zumindest zum Beispiel immer oder bei Spielen selber den Toralarm, also wenn ein Tor fällt, dann schreibt er das hinein. Und ich mache halt so unter der Woche vor allem, also diverse Meldungen, die kommen und schaue halt, dass immer das Aktuellste für die Rapid-Fans in unserer Gruppe steht, das quasi als ein bisschen Sammelmedium auch zu sehen, also dass man nicht dass der Rapid-Fan weiß, wenn er in die ISCR reinschaut, dann hat er die neuesten Infos. Welche Aufgabe siehst du in der Initiative? Einerseits eben dieses Sammlungsorgan, sage ich mal, von es gibt so viele Berichte und in verschiedensten Zeitungen, die wenigsten Leute haben Zeit, sich da überall durchzuklicken, also dass man das ihnen quasi ein bisschen aufbereitet oder die aus unseren Augen wichtigen Artikel eben bringt. Einerseits dann natürlich auch zu gewissen Themen Stellung zu beziehen, ist ganz klar. Dann auch mal, wenn man auswärts mitfährt oder im Europacup bei schönen Reisen ein bisschen das zu dokumentieren auch. Aus Fansicht? Aus Fansicht einfach, ja, es ist eine reine Faninitiative, also wir sind komplett, also es geht weder um Geld, noch ist es irgendwie abhängig von irgendwas, also das ist ein reines Hobby. Also mittlerweile ist es halt als Hobby schon echt sehr groß geworden, weil ich bin eigentlich täglich dran. Okay. Also es verlangt schon viel. Nebenbei halt immer auch, ja. Also es verlangt viel Engagement, aber andererseits, ich kann eh nicht anders. Also sagen wir mal, ich würde mir das sowieso alles anschauen und durchlesen und so hat es zumindest einen Ort, was dann sinnvoll auch für die anderen verfügbar ist. Auf Twitter bin ich eigentlich am liebsten. Dort haben wir natürlich eine viel kleinere Followerschaft, aber hat andere Vorteile. Das Medium, ich persönlich mag es ganz gern. Also wir sind auf Twitter und auf Facebook natürlich hauptsächlich und auf Instagram haben wir eben auch ein paar Videos, aber da sind wir erst am Ausbauen, dass man das ordentlich macht, weil ein Social Media Kanal ist nur dann sinnvoll, wenn man noch ordentlich bedient. Richtig. Und da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf auf Instagram, aber auch das werden wir hinkriegen. Ja. Und ja, die Initiative gerade auf Facebook hat sich entwickelt,
doch in Zahlen, also man muss sich vorstellen, jeder Follower ist organisch. Mhm. Ich komme aus dem Bereich auch beruflich. Ich weiß, wie Facebook Werbung und alles funktioniert und wie man zu solchen Dingen kommt. Also mit Geld Follower zu generieren, das ist bei uns ganz anders. Also die, die wir haben, die sind auch tatsächlich da, weil sie es interessiert. Das ist, glaube ich, auch wichtig heutzutage. Ja. Also es ist komplett organisch und ist auch fast jetzt, wir nähern uns den 17.000 Followern. Ja? Wow, also, das ist für Österreich schon eine ganze Menge. Ja, also stay tuned, wir haben da noch einiges vor damit. Ja. Ich blende euch natürlich den Link unten ein. Wie wichtig würdest du das sehen, dass sich die Fans so in den Social-Media-Bereichen organisieren für den Verein? Wie weit kann man da helfen oder unterstützen? Ja, das ist sicher sehr themenspezifisch. Also das Ganze, also grundsätzlich ist es natürlich eine gute Sache, auf jeden Fall, weil du hast dieselben Probleme in dem Bereich auch mit der Anonymität von manchen und dem negativen Teil, aber darüber möchte ich mich jetzt gar nicht so auslassen, sondern ich finde es sehr gut, weil du bietest den Leuten einfach eine Diskussionsplattform und ich schaue auch immer sehr drauf, dass der Ton passt in den Kommentaren. Also ich natürlich kann es nicht immer kontrollieren und wenn ein Beitrag wirklich sehr gut geht, dann und du so eine Wurst an Kommentaren hast, dann wird immer irgendwas sein, was vielleicht nicht passt oder eine, aber wenn ich was sehe, was wirklich gar nicht geht, dann wird der auch gelöscht oder rausgenommen. Also oder verwarnt mal eher. Und das war aber eigentlich immer ganz nie so das Problem nach einer Zeit. Also ich sage, wir haben durchaus eine Diskussionskultur auf der Seite und man darf auch einmal eine andere Meinung haben. Inwieweit kann man das auch steuern oder beziehungsweise kann man die Fans ein bisschen beeinflussen, in eine Richtung zu gehen, beziehungsweise etwas das ist, ja, also anders zu machen? Ist die Frage, ob man das will, Punkt 1. Okay. Weil ich habe das immer eher als Diskussionsplatz gesehen, also wo jeder, und das ist, glaube ich, das, was Rapid am meisten braucht in dem Ganzen, dass viele Meinungen gehört werden, akzeptiert werden. Man kann ja auch einmal was lernen aus Ideen oder vielleicht einmal was aufgreifen wie gesagt, also das Beeinflussen ist gar nicht so der Punkt. Ich glaube, ich sehe eher, dass es einen Ort gibt, wo man sich mit Leuten, die ähnlich engagiert, du siehst ja mittlerweile die Follower, Super-Followern, was es da schon alles gibt. Du hast natürlich immer wieder die gleichen Leute, natürlich deine Stammgäste quasi, die zu allem was zu sagen haben. Ja, manchmal breit, manchmal weniger. Ja. Aber das ist meistens alles im Rahmen und natürlich früher, wie man auch noch jünger war, war man auch in seinen Aussagen selber reißerischer und gleich nach Niederlage, Katastrophe und weiß nicht was. Man wird halt älter, man wird realistischer, man sieht, welche Möglichkeiten da sind und so weiter. Aber ganz die Ambition als Fan wird natürlich Gott sei Dank nie weg sein. Fußball ist ja so viel mehr, wenn du wirklich, ja, das ist, Match gehen ist eine Sache und Ergebnis abhaken und Platzierung ist eine andere. Aber ich meine, das geht, also wenn es einem wirklich interessiert, hat man ja auch einen ganz anderen Blick auf Sachen. Da fangen ja die Pickel auf der Straße auf, von wem die sind und du schaust auf das. Und stimmt. Ja, also für mich, wie gesagt, ich habe versucht, das auch immer reinzubringen. Ein bisschen auch dieses Storytelling, wenn du willst, aus dem ganzen Fußballbereich, der für mich auch hochinteressant ist. Weißt du, wie weit der Verein, also Rapid selber, auf deine Seite schaut, beziehungsweise reflektieren die auf das, was du oder ihr bei dem Social Media Bereich. Da gab es auch schon Austausch. Es gab auch schon Treffen und ich denke schon, dass das mittlerweile durch die Größe, die wir halt auch haben, hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Sprachrohr. Und das ist das, was ich gemeint habe, auch mit dem Älterwerden. Ne? Also seid ihr die größte Plattform an Fans? Natürlich gibt es diese ehemalige inoffizielle Rapid-Seite, die hat irgendwie 80.000 noch immer Follower, aber da sonst ja, also in der Größenordnung, es gibt viele kleine, die haben so 2.000, 3.000 Follower, aber dadurch die Konstanz, wie ich das halt gemacht habe über die Jahre, ist da halt eine Zahl zusammengekommen. Also in der Größenordnung, so aktiv, jeden Tag mehr oder weniger, gibt es da keine zweite. Ist eh wundernswert, aber es ist so. Ja. Also ich würde jetzt keine zweite wissen. Das heißt, ihr holt auch das Private sozusagen zum Verein, also was machen die Fangruppen, was gibt's Neues?
bei den Fans etc. Nicht nur, was der Verein macht, sondern... Gar nicht. Das ist, wie gesagt, das setzt sich aus so vielen zusammen. Also das, natürlich sind die Vereinsmeldungen vor dem Spiel und so, nimmst du natürlich die Sachen, die der Verein zur Verfügung stellt. Und, aber viele Medienartikel, Kommentare, dann wie gesagt alles Mögliche. Wichtig für uns natürlich ist, über den Tellerrand schauen. Ja, ganz wichtiges Thema. Von Heiligenstadt bis Hütteldorf, kann man ja sagen. Deswegen bin ich auch heute hier bei dir, um auch mal ein bisschen mit anderen Vereinen bzw. mit anderen Menschen zu plaudern, die Ähnliches machen wie ich mit Kammern Vienna. Deswegen auch meine Frage, Vienna, First Vienna Football Club, ältester Verein Österreichs, letztes Jahr natürlich Jubiläum und wart ihr natürlich auch beim Benefizmatch 2017 bei uns auf der Hohen Warte. Da war ich auch dort, ja. Eben. Und zum Helfen, ne? Wir helfen ja immer Danke. Na, das ist auch wichtig, finde ich, dass man als Fußballfan nicht nur sozusagen seinen Verein sieht, sondern vielleicht auch andere Vereine. Nein, das ist auch ganz, ganz important, finde ich, weil es ist ja wirklich schade, also wenn man sich vorstellen würde, man hätte eine erste Liga, eine Bundesliga mit vier Wiener Vereinen, wie es sein könnte, wie es, wenn man jetzt die Premier League hernimmt, hast du mehr oder weniger die Hälfte der Mannschaften aus dem Großraum London, ja, also jetzt als Beispiel. Und Wien in Österreich ist eine enorm große Stadt und es ist eigentlich schade, dass da nur zwei Mannschaften in der ersten Liga spielen, weil ich würde jetzt auch lieber mit der BIM nach Dornbach fahren zum Auswärtsmatch oder mit der U4 nach das wäre mir, glaube ich, besser. Heiligenstadt. Na, du weißt schon, was ich meine. Es ist halt, man kann nicht immer schimpfen über, aber es ist halt, wie es ist. Sportliche Leistung muss man akzeptieren. Die, die oben sind, haben sich sportlich verdient. Aber es wäre natürlich schon sehr cool, wenn sich das auch wirtschaftlich erholt und da einfach der Weg in Profifußball zurückkommt. Beim Sportclub passiert ja jetzt auch was mit den Tribünen und so. Also, neues Stadion, ja. Ja, das wäre halt, und damals das Rettungsspiel, da war ich halt mit Frau und Kind sozusagen auf der Wiese und den Schal habe ich halt leider nicht da, der hätte halt gut gepasst, den hat der Kleine bei seiner Oma leider. Deswegen haben wir halt die Trainingsanzüge hier rausgepackt. Ja, ich glaube, dass solche Traditionsvereine, gerade wie die Vienna, für die Identität in Wien, für die Fans ganz wichtig sind, weil wir sind in einer Zeit, wo du viele Vereine hast. Gut, wir haben ein gutes Beispiel in Österreich, die alles gewinnen. Man kennt sie. Ja. Man kann ihnen den sportlichen Erfolg nicht vorwerfen, weil sie gut arbeiten im Jugendbereich und so. Und das muss mittlerweile jeder anerkennen. Die sind ja europäisch vorn dabei, was die Jugendentwicklung angeht. Aber Fußballverein wird das nie einer sein, in meinen Augen. Ja. Das ist halt eine Abteilung, die halt Fußball spielt. Man sieht halt leider Gottes etwas, was sich generell international im Fußball in den letzten Jahren entwickelt hat, nämlich Geld. Geld regiert die Ligen und das finde ich persönlich auch ein bisschen schade, weil Traditionsvereins, nicht nur wie Rapid, sondern auch wie die Vienna, die eine unglaublich lange Geschichte, eine tiefe Geschichte, auch natürlich eine Geschichte miteinander haben, bleiben da ein bisschen auf der Strecke. Das wird dann eher so ein kühler Businessbetrieb und die Fans erwarten sich aber, wie du richtig gesagt hast, ja auch abseits der Matches. Für viele ist es ja das Highlight der Woche, das Highlight des Jahres. Ja, und auch das Drumherum. Ne? Es ist Im seltensten Fall natürlich jetzt, je älter man wird, wird der Matchbesuch. Früher war das ein Tag, also wenn wir noch jünger waren. 3 Stunden vorher, 3 Stunden nachher, das ist natürlich jetzt alles nicht mehr möglich. Ja? Und da hat es auch noch das Rapid-Dorf gegeben, dieses Zeltdorf, wo die Fanclubs ausgeschenkt haben. Und das war halt, also ein bisschen an dem Feeling hat sich auch was verändert durch das neue Stadion. Das ist jetzt so vorher nicht mehr so möglich. Du hast die Lokale halt, aber dieses Fandorf, das war halt schon was Besonderes. Und vermisst du ein bisschen die Distanz zur Vereinsführung, zu den Spielern, zu den... Das ist ein guter Punkt, das ist schon etwas, also gerade, weil ich das Dorf gerade angesprochen habe, also früher da nach einem Derby-Sieg oder nach Sturm-Sieg oder was weiß ich, oder sehr oft eigentlich, wenn man da danach noch was trinken war in einem Zelt, da ist die Mannschaft reingekommen, das muss man sich mal vorstellen jetzt, wie schnell das ging, also... Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Da ist dann und wenn es nur ein paar Spieler waren, wenn der Hoffmann reinkommen ist oder ich weiß nicht wer, aber ein paar sind dann kommen. Und
das muss man sich ja vorstellen, halt mit der ganzen Panik und Sicherheit und Dingen, da war Zelt voller doch sehr gut schon betrunkener Rapid-Fans, inklusive meiner Wenigkeit. Und die sind da gekommen und haben sich kurz auf die Bühne gestellt und waren Teil von dieser Gruppe. Ne? Und das ist halt weg. Also das, so ehrlich muss man sagen. Also das, ja, da war wirklich eine, dafür, dass das höchste Spielklasse in Österreich war, war da eine irrsinnige Nähe da zwischen Mannschaft und Fans. Intim und allen, extrem intim, muss man sagen. Und ja, das ist wahrscheinlich der Preis, den du zahlst dann, also auf eine gewisse Art und Weise, weil das wurde nicht mehr aufgebaut, dieses Dorf und so weiter. Das ist, warum auch immer, wir hätten uns das gewünscht, dass das vielleicht anderwertig wieder passiert. Ja, jetzt ist halt alles, es ist professioneller alles, keine Frage. Ja, das schon, aber es kann trotzdem ein bisschen menschlicher sein. Da, ja, vielleicht in die Richtung, also wieder was Kontakt von Mannschaft und Fans betrifft, ich glaube, da könnte man durchaus, gibt es Luft nach oben wieder, ja. Stefan, wie versucht sie auch die Fanaktionen zu, sagen wir mal, promoten oder zu unterstützen? Wie geht das bei Rapid? Du meinst jetzt Sachen wie Tag der offenen Tür oder Greenie-Tag oder... Und haben Sie ja gemeinsame Grillerei oder Feste außerhalb des Stadions, außerhalb der Matches? Das, also es gibt die vom... der Verein selber macht relativ viel. Mhm. Ob das jetzt also zu jedem Saisonbeginn ein großer Tag der offenen Tür ist, der damals, also jetzt in Hütteldorf ist, damals auch im Happelstadion war, wo man halt hinkommen kann, die Spieler sieht und ein bisschen was aufbaut ist, Essen, Trinken, Standl und so ein bisschen Giertag-Atmosphäre, wenn du willst. Dann gibt es den Greenie-Tag für die Kleinen. Also da ist auch für alle kleinen Fans ein spezieller Tag für die Kinder, die dann hinkommen können und für die Kids dann verschiedene Parcours aufgebaut sind, wo sie Sachen ausprobieren können, Schussgeschwindigkeit, was auch immer. Und dann gibt's eine Autogrammstunde, wo dann eben die Kinder alle reinkommen können, alle Autogramme sammeln, was auch unser Kleiner schon oft gemacht hat, der auch Greenie ist. Also ich bin nicht nur ich bin Mitglied und Abonnent, auch er ist schon ein kleineres Mitglied sozusagen. Die nächste Generation. Und da wird schon was geboten. Also da kriegt auch immer die Zeitung nach Hause geschickt. Da freut er sich auch immer, wenn er sich dann ein Poster ins Zimmer hängen kann. Super. Oder ja, es sind so Kleinigkeiten, aber das ist, die Greenies haben auch immer dann immer wieder mal eine Möglichkeit, ins Stadion zu gehen. Entweder ob das jetzt gratis ist oder sehr günstig, weiß ich nicht. Aber da gibt es Greenie-Tage, wo man einfach so ihn mitnehmen kann. Mhm. Aber da wird schon was getan. Also das. Aber die Fans von sich heraus? Von sich aus, geht dann eher in die Fanclub-Richtung und die sind natürlich sehr unter sich und das bleibt auch so. Also das Rapid-Dorf, so wie es gab beim alten Hanapi-Stadion, wo man sich trifft in so einem Art Riesenzelt und jeder kommt zusammen und das gibt es in der Form jetzt nicht mehr. Also du hast das jetzt sehr, 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 weil du eben... Die Nähe ist eben ein bisschen verloren gegangen. Bei uns, nicht nur bei der Vienna, natürlich auch beim Sportclub und so weiter in dieser Liga, gibt es ja auch immer wieder Fanturniere. Das heißt, man trifft sich zusammen auch außerhalb, vielleicht sogar auch zwischen den Saisonen, dass man halt sagt, man füllt diese leere Zeit, die es leider Gottes jetzt wieder gegeben hat, mit Treffen, mit Matches, wo nur die Fans untereinander spielen. Also nicht professionell, sondern einfach mal ein kleines Kickerl am Nachmittag hat oder Grillerei oder so weiter. Gibt es das bei Rapid auch oder gibt es in dieser Spielhöhe der Bundesliga auch oder wäre das eine Initiative, das wieder mal zu starten? Ist sicher eine gute Idee, ja. Also mir ist es jetzt nicht so bekannt, dass da immer wieder, kann schon sein, dass da sich Fanclubs treffen und ein Turnier machen. So allgemein für jeden Fan quasi, das gibt es in der Form nicht, aber ist eine gute Idee, ja. Weil ich glaube, die Social-Media-Bereiche rücken die Fangruppen unterschiedlichen Ligen. Ne? Die Vienna spielt ja jetzt drei Ligen unterhalb Rapid. Aber es wäre nicht uninteressant, auch da mal sich wieder zusammenzutun und auch zu einem Gedankenaustausch zu kommen, ne? Dass man sagt, ja, was macht ihr, wie können wir das neu gestalten? Darum geht es ja gar nicht, den Verein zu beeinflussen, sondern das geht einfach nur, so wie du richtig gesagt hast vorher, früher war, wenn man jung ist oder wenn man zum ersten Mal oder in der ersten Zeit bei den Matches ist, ja mehr als nur die Matches. Es ist dieses Drumherum. Und das vermisse ich auch ehrlich gesagt ein bisschen, umso kommerzialisierter das wird und natürlich umso professioneller das wird, gar keine Frage. Aber das Menschliche, es passiert etwas.
ja, das ist der Preis, den man da vielleicht auch mitzahlt dann dafür, dass es immer also professioneller wird und das Drumherum einfach immer herzeigbarer, wenn du so willst, im internationalen Vergleich. Aber für den Fan ist es halt das, was es ausmacht, das Lokale, das Regionale, was passiert am Stadion herum, dass man zum Jocherl am Eck geht und noch seine drei Bier trinkt vom Match, oder das ist jetzt das, dass du redest mit deinen Freunden, die du vielleicht sonst gar nicht siehst oder nur wenig siehst. Also es ist auch ein Punkt, die leben, jeder hat jetzt sein eigenes Leben und es ist einfach eine Möglichkeit, sich zu sehen auch. Ja. Ja? Also das ist ja auch in Sachen Freundschaft etwas. Das ist zumindest ein Fixpunkt, dass man weiß, man trifft jemanden. Richtig. Das kann man eh bei anderen Sachen gar nicht so sagen. Andere Leute siehst du gar nicht mehr. Mhm. Und so weißt du zumindest, die Leute sehe ich beim Fußball, und dann freut man sich allein schon auf das, weil wegen einem Ergebnis sollte man in den Stadion gehen. Nicht immer, aber anderes Thema. Nein, aber das finde ich sehr, sehr wichtig, dass sich die Fans austauschen, im Verein natürlich, aber ich finde auch darüber hinaus. Ne? Abschließend, Rapid und Vienna. Mhm. Gibt es da irgendwelche Parallelen? Siehst du da Möglichkeiten vielleicht, dass man sich auch da ein bisschen austauscht? Welche Synergien gibt es da? Da komme ich auch zurück. Ich glaube, das war eine logische Selbstverständlichkeit, zum Beispiel damals bei diesem Rettungsspiel. Ja. Weil man Verantwortung hat untereinander, finde ich, so sehe es ich bei den Vereinen, die eben Tradition haben, dass die auch bleiben in dieser immer schneller werdenden Welt, und wo jetzt bald jeder Milliardär, Multimillionär sich sein eigenes Fußballteam hinstellt oder der FC in Deutschland der FC Volkswagen gegen einen FC SAP spielt. Also nur motzen ist zu wenig. Also da muss man schon schauen, dass man dann schon da Synergien sucht und sich gegenseitig vielleicht auch mal unterstützt, klar. Weil so viele, die Vienna ist der älteste Verein, ich sag mal, wir haben eine ähnliche Heritage, sage ich jetzt einmal. Stimmt. Und da sehe ich durchaus Möglichkeiten, klar. Es wäre halt schön, wenn wir uns auch wieder sportlich begegnen würden. Ne? Das hoffen wir auch. Für die Liga eines Tages auch, glaube ich, ganz wichtig. Der auch jetzt in Deutschland sehr stark besprochen wird, nämlich, dass die Fans eine Art Wertanlage sind. Ja? Das heißt, die Fans sind wichtig und geben auch einen gewissen Marktwert ab. Ne? Ja, das ist das, was ich jetzt ganz, wie du sagst, rein aus Produktsicht von einer Liga oder sonst was, ja, wenn du jetzt in die Premier League hernimmst, ja, man hat eh schon das Gefühl, dass das auch mit den Kartenpreisen und völlig verrückte Dinge abgehen, dass es halt dem kleinen Menschen wirklich schwer macht, dort noch hinzugehen. Paradoxerweise ist immer alles voll, weil da reden wir dann schon von Mikrokrediten, die Leute aufnehmen, damit sie ihre Saison, also völlig verrückte Entwicklungen. Und Fußballtourismus. Höre ich auch dazu, bin ich Teil des Problems, klar, weil du kriegst ja dann die Abokarte von jemandem, der die verkauft, aber das ist halt auch, dadurch finanziert sich der das halt auch, weil er von dem Kartenbüro dann halt ein paar Prozent kriegt. Und aber wie man sieht, dass die Produkte laufen weiter, und das ist eigentlich das, also für einen Fußballfan ist verstörend, diese Spiele, also gerade in den größeren Ligen. Ohne Fans ist halt, ja, ich habe neulich gelesen, the Fans are the F in Football, so hat in England einer geschrieben. Ja. Also das kann man nur hoffen, dass sich das wieder alles normalisiert, wenn es möglich ist. Ja, klar. Keiner weiß gerade, was passiert. Aber das Produkt quasi nur damit fürs Privatfernsehen, fürs PTV die Show weitergeht, hat mit dem Fußball eigentlich nichts zu tun. Ja, für mich also gar nicht. Ja. Wie du richtig gesagt hast vorher, und wie wir alle das auch empfinden, es ist eine Show, die vorher hingehen, nachher, es ist mehr als nur diese 90 Minuten Match anschauen. Ne? Ja, und man kann auch auf jeden Fall heute diskutieren, da bin ich auch ganz offen, inwiefern, dass die Show weitergehen kann, was dafür Aufwand notwendig ist und Tests und gerade in England, weil da ist ja die Situation doch immer noch eine ganz eine andere als bei uns. Ja. Bin ich auch ganz offen, das kann man diskutieren. Ich habe es verstanden, dass die Franzosen ihre Liga abgebrochen haben, zum Beispiel, dass sie es in Schottland gemacht haben. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen jetzt einmal gelernt, dass es tatsächlich viel Wichtigeres auch gibt als im Fußball. Das kommt dazu, ja. Gesundheit ist halt auch das Wichtigste. Das hat immer der Klopp sehr gut gemacht, finde ich, in seinen Interviews und immer darauf hingewiesen.
Stefan, dann sage ich Dankeschön für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank.